Grüße und herzlich willkommen, lieber Fisch, zu deiner Jahresenergie 2022. So, dann legen wir das mal dahin, dass du weißt, um was es geht hier. Und dann gucken wir mal. Was fällt da wieder daraus? Den haben wir schon. Den haben wir schon gemacht. Also, das ist deine umspannende Energie. Den legen wir mal hier hin. Den legen wir mal ganz am Schluss. Und wir fangen an mit Selbstverantwortung. Das ist so das Hauptthema in deinem Jahr 2022, dass du in deine Selbstverantwortung kommst und für dich selbstverantwortlich bist. Mit diesen macht dir natürlich ein bisschen Sorgen, ist mir schon klar. Aber dein männlicher Aspekt, der bringt dir hier Glück und macht hier richtig Power und geht voran. Also, auch die Sorgen liegen im Glück. Also musst du dir gar nicht so viel Sorgen machen. Was ist das hier mit dem blöden Stuhl? Besser. Musst du dir gar nicht so viel Sorgen machen, denn dein männlicher Aspekt, also das Vorangehen, liegt im Glück. Du solltest deine Glaubenssätze über Geld angucken, dass du auch genug für dein Hobby hast. Also hier sind es noch Glaubenssätze, die du dein Leben lang schon hast, die du mit Geld mit dir rumträgst. All was negativ mit Geld bei dir im Kopf ist, sagt, Geld bleibt weg, ich will das nicht. Also denk mal darüber nach und schau mal. Die Selbstverantwortung kommt, damit kommst du in den Reichtum, auch wenn du es nicht gleich siehst. Und ein Reichtum, das muss jetzt nicht Geld sein, kann natürlich, aber muss nicht, heißt aber auch Reichtum der Energie, Reichtum der Liebe, Reichtum der Gefühle, Reichtum der Selbstbewusstheit und so weiter. Also es macht dich reich, auch wenn du das nicht gleich siehst. Das kommt nämlich ganz plötzlich, denn plötzlich liegt im Plötzlich. Also wirklich sehr, sehr unerwartet kommt das Glück und das, ich gehe jetzt voran, zu dir, in dir, und dadurch verlierst du das Vertrauen. Ganz gut. Aber es kommt auch gleichzeitig ein neues Leben, das sofort sichtbar wird. Das heißt, also du kommst hier in das Selbstvertrauen, du weißt nicht wohin, und durch das, dass du nicht weißt, wo es hingehen soll, verlierst du erstmal das Vertrauen, aber das neue Leben kommt dann sofort und wird sichtbar und bringt auch Positives mit Geld mit sich. Das heißt, erstmal Unsicherheit durch dein neues Verhalten, wie du dein Leben meisterst und nicht mehr an das glaubst, was man dir sagt oder gesagt hat, dein Leben in die Hand nimmst und für dich selber einstehst, was ganz plötzlich kommt in deinem Leben, weil du sagst, wahrscheinlich es reicht, es geht so nicht mehr, ich will das nicht mehr. Verlierst du erstmals Vertrauen, nur du hast das Glück an der Seite, das verlierst du nicht. Und das neue Leben wird ganz schnell sichtbar in deinem Leben. Und das ist schön. Es kommt hier eine gewisse Ordnung und Heilung dabei, denn es entwickelt sich. Das heißt, das plötzliche Verlust ist bloß momentan da, weil du glaubst, oh je, jetzt geht die Welt unter oder, ja, das ist übertrieben. Durch das, dass du irgendeines Tages, sagen wir mal, aufstehst und sagst, so, Schluss. Ich entscheide jetzt nur noch das, was ich möchte, mir egal, was andere denken, im weitesten Sinne. Mit diesem Entschluss kriegst du auch, oh je, wie soll das werden, weil du gar nicht weißt, wohin. Aber es ist eine Entwicklung der Heilung und der Ordnung. Und das wirst du auch sehr schnell erkennen, denn diese Entwicklung kommt auch ganz plötzlich und relativ schnell zu dir. So wie das neue Leben auch sichtbar wird. Und dann kommt auch das Vertrauen wieder in deine Familie, in dein Heim. Und du verabschiedest Gespräche. Aha. Das heißt eben, das, wo du dich früher beeinflussen hast lassen, dass du vielleicht, weiß ich jetzt nicht, aber über alle möglichen Entscheidungen mit der Familie gesprochen hast, verabschiedest du jetzt diese Gespräche und sagst, nein, ich tue das, was ich für richtig halte, was mir mein Herz sagt. Ist im weitesten Sinne und in den meisten Sachen wirklich richtig so. Auf der anderen Seite nicht vergessen, dass auch die Familie, dass man auch da, wie soll ich sagen, immer wieder Kompromisse schließen muss, wenn man mit anderen zusammenlebt, weil die ja auch eine Selbstbestimmung haben. Die müssen dann irgendwie zusammenpassen und da sollte man doch ab und zu mal drüber reden. Also nicht, Fische sind so und ich bin mit einem Fisch verheiratet, darum weiß ich es, und ich habe einen Bruder als Fisch. Die fallen von einem Extrem ins andere. Erst sind sie total anpassungsfähig und wenn sie dann sich umschwenken, machen sie gar nichts mehr. Also das ist so eine Eigenheit vom Fisch, der das gerne macht, immer gleich zu übertreiben, was er tut. Muss er aber nicht, und das lernt er hier aber schon. Also nicht so sagen, ich rede jetzt mit gar niemandem mehr, ich mache mein neues Leben ganz alleine, ist genauso verkehrt wie ich mache nur noch das, was andere wollen. Also man muss da einen Mittelweg finden, lieber Fisch. Dann haben wir hier Emotionen, die unveränderbar sind. Also die Vergangenheit spricht hier mit und
Die haben Faden verloren, entschuldige. Also die Emotionen, die dir aus der Vergangenheit kommen, das sind immer Kopplungen mit irgendwelchen Ereignissen, die emotional, die gefühlsmäßig da waren, koppeln sich mit der Situation, die sich ergeben hat. Also ob das jetzt positiv oder negativ ist, das erkennst du immer an einem Lied zum Beispiel. Du hörst ein Lied, ach, das Lied, da war ich in der Bar und habe die und die kennengelernt oder den und den kennengelernt. Das ist dann mit diesem Lied die Emotion gekoppelt. Das sind Emotionen und die sind unveränderbar, weil die wirst du immer wieder kriegen. Aber man muss sie erkennen als solchen und einschränken, genau. Weil die meisten Emotionen sind negativ. Keine Ahnung, Rot ist so eine Emotion. Rot heißt Stopp, Rot heißt Vorsicht, Rot heißt Gefahr. Und das ist uns alle in Fleisch und Blut übergegangen. Darum ist das zum Beispiel die Einstellung auch rot, weil es irgendeine Gefahr ist. Für uns heißt rot eine Gefahr. Das ist eine Kopplung von zwei verschiedenen Sachen, von der Farbe und Gefahr. Das ist aber auch eine Emotion. Die kann man aber einschränken, indem man sie erkennt. Und das tust du hier. Du schränkst sie ein, weil du daran zweifelst, ob das jetzt im Hier und Jetzt richtig ist. Sicherheit gibt dir deine Leidenschaft, dein Herz und deine Berufung. Das heißt, das ist wieder so typisch Fisch. Wenn er was anfängt, dann mit Leidenschaft. Und hier geht er Leidenschaft in seine Berufung, weil da findet er seine Sicherheit ganz plötzlich. Die er die hier mal ganz kurz verliert, die findet er auf einmal in seiner Berufung. Und zwar, das ist das, was du gerne tust. Also bist du gern Modellbauer, sage ich jetzt einfach mal, dann wirst du dich hier zurückziehen, wenn du wenn du diese Selbstverantwortung findest und nicht weißt, wohin mit dir selber, wirst du dich hier in deine Leidenschaft zurückziehen, in den Keller gehen und jetzt vorwiegend was weiß ich, Eisenbahn, Züge bauen, weil dir das eine gewisse Sicherheit gibt, weil da also eine gewisse Ordnung drin ist. Und es ist egal, ob das jetzt Schifferl bauen ist, Blumen pflücken oder keine Ahnung, mit dem Hund spazieren gehen. Du wirst das mit Leidenschaft machen, also auch vermehrt, als Ausgleich für deine Sicherheit. Ist auch so typisch Fisch. Hier ist eben die Emotionen, die unveränderbar sind und du einschränkst, weil du Zweifel hast, dass du die jetzt noch brauchst, vernachlässigst du hier. Und auch die Angst, und das ist gut, weil ganz viele Emotionen sind mit Angst gekoppelt. Wenn jemand Hilfe schreit oder Feuer schreit, dann ist das immer mit Angst und da läuft man hin, weil man das weiß. Oder hast Höhenangst, gehst auf ein Hochhaus, schaust runter und bekommst Angst. Ist mit der Höhe gekoppelt. Also auch jede Angst, du bist mal überfallen worden. Jetzt, wenn du durch eine dunkle Gasse gehst, kriegst du wieder automatisch Angst, weil das mit der dunklen Gasse gekoppelt ist. Das vernachlässigst du sehr, weil es eben auch Emotionen sind. Also bei dir, wie du wirst feststellen, dass ganz viel in deinem Leben einfach nur Emotionen sind und das vermehrt in dem Jahr 22, dass du wirklich auf dich Obacht gibst und hier eine Entwicklung durchmachst, die Wirklichkeit, die bei dir aber ganz plötzlich eintritt, was dich momentan ein bisschen überfordert. Du verlierst da dein Vertrauen und ziehst dich hier zurück, was ich aber auch verstehen kann. Jeder geht anders damit und du halt so. Dann haben wir eine Freundgruppe Menschen, die dann aber auch wieder kommen und dir großen Erfolg und Sicherheit geben und du manifestierst auch hier in dein Leben. Um dich rum, deine obere Energie ist Krankheit im weitesten Sinne. Das muss jetzt nicht nur körperlich sein, also nicht nur Schnupfen, Husten, Heiserkeit, Omikron oder sonst irgendein Blödsinn, sondern eine Krankheit vom Leben. Du merkst hier einfach, dein Leben ist nicht so, wie du willst und darum liegt am Anfang auch deine Selbstverantwortung. Ich nehme mein Leben jetzt in die Hand. Und dieser Entschluss kommt 22 sehr plötzlich, sehr früh und dann wirst du erstmal zu knabbern haben, weil du eigentlich deine ganze Sicherheit verlierst, dein ganzes Vertrauen verlierst in dein Leben, in dein Umfeld, in einfach alles. Ziehst dich dann erstmal zurück, aber auch das wird bloß eine Zeit lang dauern, denn du merkst, dass viele Emotionen an diesen ganzen Ängsten schuld sind, die du hier auf einmal hast. Durch dieses plötzliche Entschluss, sich selbst zu vertreten, selbst für sich zu denken, selbst für sich zu tun, bringt natürlich Unsicherheit mit sich, ganz logisch, wenn ich immer alles, ich gehe jetzt mal ins Extrem, es gibt Frauen, die bei jedem Blödsinn ihren Mann fragen. Also ich bin
ich habe ein Geschäft, ich verkaufe sehr viel und da kommen dann Frauen zu mir und vermehrt Frauen, die ich dann eine Stunde irgendwas anschauen und dann immer noch nicht wissen und ich gehe jetzt nochmal heim und frage nochmal. Das sind so andere Extreme und wenn die jetzt, ich sage jetzt immer im Extrem, also das bist du mit Sicherheit nicht, aber dass du es verstehst, entscheiden wir heute auf morgen. Nein, ich frage nicht mehr. Ich mache jetzt das, was ich will. Wäre natürlich plötzlich unsicher. Waren sie ja vorher schon und jetzt noch mehr, weil jetzt verlangen sie von sich selber, auf einmal für sich gerade zu stehen, für sich zu entscheiden. Ist ganz logisch. Die haben jetzt erstmal einen Rückzug, brauchen die erstmal. Und dann merken sie, ja, warum ist das eigentlich so bei mir? Und merken, dass das einfach Emotionen und absolute Ängste sind. Und die werden sie Einschränkung. Und diese Ordnung ist eine Heilung und vor allem eine Entwicklung, die auch plötzlich anfängt. Und das hat mit dem ganzen Leben zu tun. Also nicht nur mit C-Blödsinn, sondern wirklich mit dem ganzen Leben. Das ganze Leben kränkelt, wenn man nicht selbstverantwortlich ist, weil ja du immer ein anderes Leben führst. Wenn du jetzt so eine Frau bist, die wegen Blödsinn ihren Mann fragen muss, ich meine das jetzt nicht wertend, es gibt aber solche Frauen und ich sage es immer im Extrem, also bitte nimm mir das jetzt nicht krumm, aber wenn du jetzt eine Person bist, die immer ihren Partner fragen musst und willst, dass du ja nichts verkehrt machst, dann kränkelt dein Leben, weil du immer das Leben anderer lebst, weil die sagen da ihre Meinung und dann machst du das so, obwohl es du vielleicht gar nicht willst. Du nimmst die Meinung anderer einfach an und das hier sind Emotionen. Und wenn du das aufhörst, das ist schon mal ein Hammer. Da gebe ich da ganz, ganz recht und da ist schon ein Hammer, dass du sehr großen Zweifel hast, aber hier ist absolut Sicherheit, denn du wirst nämlich hier auch Freunde und Menschen wieder zu Freunden und Menschen finden, die zu dir stehen, die dir die Sicherheit geben und auch sagen, mach das nur, mach das, machst du gut. Die dir Rückenwind geben, die dir Deckung geben, die dir im Notfall auch mal beistehen. Und du manifestierst dir hier deine Berufung. Das heißt, du wirst das nur noch machen oder viel machen, was du gerne magst. Also, lieber Fisch, auch wenn sich das für dich ein bisschen, vielleicht ein bisschen schwierig anhört, es wird ein großer Erfolg im Jahr 2022 für dich, weil du wirklich ins Tun kommst und wirklich in die Eigenverantwortung. Und bei dir ist es auch so, wie außer in allen anderen, dass du alleine liegst, dass du keine einzige Person drum hast. Das heißt, hier geht es wirklich grundsätzlich um dich und um deine Welt, so wie du sie siehst und so wie du sie denkst. Und das ist gut so. Das ist kein Egoismus, sondern das ist ich sage immer, du kannst nur anderen helfen, wenn es dir selber gut geht. Und solange du hier in dieser Angst bist, in dieser Unsicherheit bist, kannst du niemand helfen. Und darum ist das gut so, dass du hier diese Entwicklung durchmachst. Und das ist hier ein bisschen extrem, die Gespräche daheim zu verabschieden, weil du jetzt hier der große, ja, der Fisch halt bist. Ich meine das nicht böse. Ich sage, ich habe... Mein Mann ist Fisch. Das wird sich aber auch... du wirst erstmal sagen, ich rede mit keinem mehr, ich mache alles, was ich will. Aber auch das wird sich einpendeln. Das sagt auch das hier, dass hier die Gruppe Menschen schon wieder kommt. Und das ist auch im weitesten Sinne die Familie und die Menschen, die um dich herum sind. Weil hier ist auch das Heim, dass dir da wieder Sicherheit gibt, wenn du deine Glaubenssätze anschaust, die du im Leben hattest, eben da so unsicher macht, dann kannst du auch wieder mit der Familie reden. Das ist so ein momentaner Entschluss. Es wird aber, du wirst weniger mit Menschen über deinen Entschlüssen reden. Du wirst das einfach tun. Und das ist auch gut so. Magst du Fehler machen? Natürlich. Aber auch das ist gut so, aus denen kannst du lernen. Im Endeffekt wirst du aber wieder zu deinem Heim zurückfinden, zu deiner Familie zurückfinden und damit großen Erfolg haben, weil du mit dem neuen Leben, mit dem neuen Fisch, der du hier werden möchtest, auch allen anderen einen Rückhalt geben kannst. Und das finde ich sehr, sehr toll. In der Arbeit manifestierst du dir das, was du willst, auch in der Selbstverantwortung. Das heißt, einige Fische werden hier selbstständig werden und einige Fische werden auch ihren Hobby als Beruf machen. Und alles, was sie ängstigt in der Arbeit oder sich Sorgen gemacht haben, werden sie vernachlässigen. Das heißt, sie werden wirklich auf eigenen Füßen stehen. Wenn du dich nicht selbstständig machst, wirst du aber auch in deinem Beruf auf deinen eigenen Füßen stehen und dich nicht mehr von irgendjemand gängeln lassen oder sonst irgendwas. Du wirst da wirklich deinen Mann stehen. Aber viele gehen in ihre Berufung, in ihr Hobby, in das, was sie wirklich gerne machen.
Damit werden sie großen Erfolg haben. Auch finanziell liegt wirklich großer Erfolg drin. Die Sorgen und die Angst, wissen wir, gehen ja eh raus. Wir entwickeln sie sich, hier gehen sie raus und dann bleibt noch das Geld. Und da solltest du aber die Glaubenssätze anschauen. Wenn du sagst, wenn du glaubst, viel Geld macht korrupt oder so zum Beispiel, dann wirst du nie viel Geld haben, weil möchtest ja nicht korrupt sein. Oder Geld stinkt, ja, wer will denn stinkendes Geld haben? Da mal drüber nachdenken, was so Glaubenssätze in dir verankert sind und die einfach bearbeiten, weil wenn du Geld möchtest und hier liegt das Geld eigentlich gut mit großem Erfolg, wenn du das auch willst, dann musst du hier die Glaubenssätze ansehen. Deine Familie liegt in Angst und in Sorge und ich glaube, das ist auch so ein großer Grund, warum du das Ganze hier anstupst, weil du sagst, so geht's nicht weiter. Aber auch da hast ja du das große Erfolg mit dem Geld im Endeffekt, was dann diese Sorgen auch nimmt, was hier das erste Abschied von Heim und dann kommt es aber wieder Sicherheit und großen Erfolg. Das hat auch viel mit Geld zu tun. Dann haben wir dich selber. Du liegst auf der Vernachlässigung. Das heißt eben, du vernachlässigst hier die Angst und so weiter. Also da ist viel zu tun bei dir und du tust es gern. Dein Lebenspartner liegt in der Berufung. Das heißt, der wird vermehrt seine Berufung leben, auch mit großem Erfolg, auch mit großer Manifestation, mit Hingabe und du wirst es wahrscheinlich auch völlig okay finden. In der Liebe hast du Einschränkungen, weil du eben hier Angst hast, aber das liegt jetzt auch nur noch eine Zeit lang, weil hier kommt ja die Entwicklung der Heilung, dann entwickeln sich natürlich auch deine Gefühle, denn unveränderbar ist die Veränderung da drin und da ist eben die unveränderbar ist nicht die Unveränderbarkeit liegt auf der Veränderung. Also das, was bis jetzt so war, verändert sich und darum verändert sich auch diese Einschränkung in den Gefühlen. Dann hast du in der Partnerschaft natürlich auch Zweifel, die dann automatisch, wenn du Gefühlseinschränkungen hast, zweifelst du natürlich an der Partnerschaft, an dir selber, an deinem Partner und so weiter. Und dabei brauchst du das nicht, denn du hast hier, dein Partner ist dein Freund, gibt dir Sicherheit, gibt dir auch ein Heim oder ihr seid zusammen im Heim und da entwickelt sich's auch sehr bald. Solltest du keinen Partner haben, guck in deine Berufung, also das, was du wirklich gerne tust, guck mal da in dein Umfeld, da irgendwo sollte ein neuer Partner für dich sehr liegen, mit dem du sehr gut sprechen kannst und der auch mit Leidenschaft und Hingabe sein Leben lebt, der sollte da sein in der Berufung. Also irgendwo das, was du gern machst, wenn du jetzt gern Hobby schießt, also mit Gewehren in so einem Sportverein bist, schau da, oder du gehst gern mit einem Hund spazieren, ist dein Hobby, dann schau mal auf dem Hundeplatz oder beim nächsten Spaziergang oder irgendwas im weitesten Sinne mit deiner Berufung hat dein neuer Partner zu tun. 2022, wenn du keinen hast. Ansonsten ist hier wahrscheinlich, dass eure Berufung, also das, wo ihr Leidenschaft habt, könnt ihr irgendwo beide miteinander anknüpfen und auch reden. So, und dann haben wir die kleine Familie, da liegt das Glück drauf, da ist, liegt auch hier, da geht es voran, auch offiziell voran, wie auch immer. Hier geht nicht das Glück in Verlust, sondern hier ist das Glück, denn du verlierst die Zweifel und dein Partner ist wieder dein Freund. Das sagt diese Reihe aus und auch das Glück im Heim, in der kleinen Familie. Ob das jetzt ein Pärchen ist oder eine wirklich kleine Familie mit Kindern oder, ist vollkommen wurscht. Aber auch da geht es voran und plötzlich kommt hier einiges in Verlust und das ist eben auch diese Gespräche. Vielleicht ist es auch so, dass ihr ewig über alles Mögliche diskutiert habt und nie zu einem Ende gekommen seid, weil ihr einfach zwei verschiedene Meinungen seid oder jeder Recht haben wollte oder, dann geht das in Verlust. Weil hier ist Abschied der Gespräche, kann auch sein, diese ewigen Diskussionen hören auf, weil man den anderen einfach respektiert und akzeptiert, so wie er ist, du auch. Und dann gehen diese ewigen Gespräche auch in Verlust. Das kann nämlich genauso sein. So. Haben wir schon. Plötzlich, das heißt also, es wird einiges 2022 auf dich einprasseln, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast, was dir aber Sicherheit und Vertrauen gibt, aber auch Einschränkungen gibt. Aber wie gesagt, hier guckt er diese Seite, diese Karten an. Hier heißt es, Ordnung und Heilung entwickelt sich, fängt plötzlich an, entwickelt sich aber immer und immer weiter. Und die Entwicklung hier liegt auf Glück und auf Veränderung. Das heißt, hier wird alles verändert. Das, Entwicklung, dauert aber seine Zeit, fängt aber plötzlich bei dir an, weil du eben
erstmal nicht weißt, wie du die Selbstverantwortung, wo die hingehen soll, aber auch das wird sich transformieren, du wirst es im Laufe der Zeit lernen. Das heißt also, du hast ein Leben, ein Jahr der 2022 der positiven Wandlung und das finde ich sehr schön. Lieber Fisch, alles, was in deinem Leben krankelt, kannst du in den Griff bekommen, mehr oder weniger. Geld dürfte gut aus sein, Arbeit schaut sehr gut aus und die Selbstbestimmung sowieso und das finde ich sehr klasse, weil nur so kommen wir weiter und wie gesagt, nur wenn du selber gesund bist, kannst du andere helfen, gesund zu werden. Das ist kein Egoismus, das ist einfach, ich kann nur helfen, wenn es mir selber gut geht. Es geht einfach nicht anders. Weil wenn ich selber kränke und ich selber entscheiden kann und selber nichts machen kann, wie soll ich jemand anders helfen? Einfach aus dieser Warte sehen und dann ist das ein gesunder Egoismus, ist wirklich sehr positiv und brauchen wir auch. Ein Egoismus, der über das, ich will immer mehr und immer mehr, die anderen sind mir egal, das ist ein wirklicher Egoismus, den braucht kein Mensch, aber der gesunde Egoismus brauchen wir. So, lieber Fisch. Das heißt, ich muss mir das bloß merken, ja, ein Jahr des positiven Wandels. Das muss ich jetzt mal schnell aufschreiben, weil ich vergesse das immer. Ich will dir, hat alles ausgeschaltet, macht aber nichts. Weil jetzt lege ich noch schnell deine Januar-Energie. Das sind auch meine Karten, auch selber gemacht, aber eben ein anderer Stoß. Ich habe immer welche in der Hinterhand, weil ich schon zwei Sätze von meinen Karten geschrottet habe, indem ich Kaffee oder Tee oder sowas drüber geschüttet habe. Und darum habe ich immer welche in der Hinterhand. Und damit lege ich euch jetzt die Januar-Energie, liebe Fische. Wir haben hier nehmen wir mal die da. Und das wird bloß eine kleine, aber mir fehlt die Zeit im Moment für das Große. Aber das sollte im Januar ja auch genügen. Ihr habt ja die Jahresenergie. Zwei. Schauen wir mal. Dein Januar haben wir Fremde und Unbekannte, das heißt, dir wird hier Fremde und Unbekannte begegnen, aber auch Fremde und Unbekannte Emotionen. Also das Januar ist ein Monat der Emotion, wo du viel von Emotionen lernen wirst. Dein Weg gehen, die Mutter, die Stärke, der große Erfolg, dein Gefühl, Einschränkung, Manifestation, und wieder Fremde. Okay. Warum wieder Fremde? Wo noch da sind Fremde? Also, du wirst im Januar sehr viel Unbekannten begegnen, sei es unbekannten Menschen oder unbekannten Situationen, vollkommen egal. Hast du eine Mutter, wird die Mutter dich stärken, mit großem Erfolg hinter dir stehen und dir auch, soweit sie kann, den Weg ebnen, wenn sie kann. Ansonsten, wenn das nicht deine Mutter ist, ist es einfach das Gefühl der Mutter. Du fühlst dich geborgen, du fühlst dich selbstbestimmt, du fühlst dich reif und erwachsen und weitsichtig und gehst deinen Weg in voller Stärke und Kraft. Das ist sehr schön, hast damit großen Erfolg und auch öffnest dein Herz. Hier sind Einschränkungen, die ich überhaupt nicht weiß, warum. Die Zauberin. Okay, das heißt, diese Einschränkungen, die eigentlich da wären, die kannst du übergehen, die kannst du, wie soll ich sagen, eigentlich neutralisieren, weil die Zauberin ist immer eine positive Karte, die hilft immer. Das heißt, diese Einschränkungen werden so gering sein, dass du sie gar nicht merkst und du manifestierst dir hier allerdings noch fremde Sachen, weil du fängst hier erst an, deinen Weg zu gehen. Mit sehr viel Gefühl manifestierst du schon, das kannst du schon und da ist die Einschränkung der Manifestation, weil du eben noch mehr unbewusst manifestierst. Aber umso mehr du in das Glück kommst, umso mehr du Stärke und deinen Weg gehst, fängst du automatisch an, das zu manifestieren, was du möchtest, weil du das dann im Fokus hast. Wenn du jetzt noch fremdbestimmt bist, weil es war ja 22, dass du wirklich in deine Selbstbestimmung kommst, manifestierst du mehr fremdbestimmt, die fremden Sachen als selber, aber umso mehr du das lernst, umso schöner wird es. Der Januar wird schön für dich, er wird voller Gefühl, voller Erfolge, aber auch wirst du sehr viel Unbekanntes sehen, erkennen und auch kennenlernen. Also ein sehr schöner Monat, würde ich sagen, aber voller Emotionen. Und bei Fischen muss ich immer sagen, Vorsicht, Emotionen sind wirklich nur Emotionen. Er kennt sie im Januar schon. Er war ja im großen Kartenbild, ihr erkennt die und fangt die an auszusortieren. Aber im Januar kommen sie nochmal geballt. Vielleicht, dass du das erkennst, dass hier Emotionen nicht immer gut sind.
Sehr schön, lieber Fisch, das freut mich. Ein Jahr der, nein, nicht ein Jahr der Wandlung, ein Jahr, wie habe ich gesagt? Ich habe es aufgeschrieben, ja, ich habe es aufgeschrieben. Doch, der positiven Wandlung, genau. Fängt im Januar schon an, werden dir deine Emotionen nochmal gezeigt, dass du auch wirklich hinschaust und das auch ändern kannst. Und so kannst du auch diese Einschränkungen ad acta legen, heißt das. Okay. In diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderschönes Jahr 2022 und habe die Ehre.